Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Amazonasbecken EU. Mein Name ist Torben und ich freue mich heute, nachdem wir vorher rund 3,5 Monaten die Rochen eingesetzt haben, dass ich heute bzw. in der letzten Nacht das erste Mal Rochennachwuchs hier bekommen habe. Und die möchte ich euch heute mal zeigen. Kommt mal mit, ich nehme mal eben die Kamera. Schaut mal, hier von den Potamotrygon laticeps, mindestens 2 Tiere haben wir und die haben gerade mal einen Durchmesser von 6 cm. Ah, und hier schwimmt auch gerade die Mutti vorbei, hat das Ganze richtig gut überstanden. Oh, wo er gerade hochschwimmt, sieht man auch schön. Guck mal, das ist der Dottersack, die Rochen immer haben. Und man sieht auch schon dadurch, dass hier vorne keine Klaspern sind, dass das hier auf alle Fälle ein Weibchen ist. Vielleicht können wir später, wenn ich die Tiere noch rausfange, auch mal schauen, was das andere Tier für ein Geschlecht hat. Das zeige ich euch gleich gern nochmal. So. Dann geht es nun erstmal daran, die Rochen rauszufangen. Nachdem ich die beiden jetzt rausgefangen habe, habe ich die erstmal in einen Behälter gepackt. Da können wir die nochmal genauer begutachten. Also es ist tatsächlich so, der kleinere hat 6, der größere hat 7 cm Durchmesser. Und dann wollen wir uns die beiden auch gleich nochmal von unten anschauen. Die Tiere jetzt einmal von unten, was man richtig gut schon erkennen kann bei dem Männchen. Der hat hier vorne Klaspern. Daran können wir halt erkennen, dass es ein Männchen ist. Das ist das größere Tier der beiden und das kleinere Tier, das ist halt das Weibchen, was wir eben im Aquarium auch schon gesehen haben. Nun, wie schon einmal beschrieben, habe ich ja extra in diesem Bereich ein Aufzuchtbecken für die Fische reingebaut mit 500 Litern. Das öffnen wir jetzt einfach einmal. Wie ihr seht, also einmal ist einfach mit Magneten befestigt, hatte ich glaube ich noch gar nicht darüber informiert, aber wie ihr seht, hier sind schon ein paar Fische drin. Hier habe ich noch 2 Oscars und rund 15 Geophagos Svennis, die dann später oben auch mit reinkommen sollen, wobei die jetzt auch schon bald umziehen sollen, weil das Ziel jetzt ist, die Rochenbabys hier reinzusetzen, damit man die separat ernähren kann. Es geht nicht darum, dass die irgendwie von anderen Fischen aufgefressen werden. Nee, die Tiere müssen richtig gut im Futter stehen und das geht halt nur, wenn man die separat setzt. Und das wollen wir jetzt gleich mal machen. Hier ist wieder die Wanne, wo wir die beiden Tiere drin haben. Und dann werden wir sie einfach hier behutsam reinsetzen. Eins und zwei. Und das war's schon. Nun können Sie sich hier erstmal in Ruhe dort ein bisschen einfinden. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. In den Informationen werde ich auch noch mal einen Link zu den Rochen einstellen, weil die halt recht interessant sind, weil es auch meiner Ansicht nach die kleinste Potamotrygon-Art ist, die es überhaupt gibt. Da sieht man ja schon hier im Aquarium das allergrößte Weibchen, was ich von denen habe. Das ist gerade mal 29 cm groß und geht gerade schon knapp darauf auf die 4 Jahre zu. Also die Scubinas hier, die wachsen deutlich schneller als die Potamotrygon laticeps.
Deswegen, schaut mal ruhig in den Link rein, ist auch noch ganz interessant. Also, habt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.